Guten Morgen. Du wachst auf, bringst deinen Wecker zum Schweigen, tappst ins Badezimmer und schaltest die tränenförmige Glühbirne ein. Dann schlürfst du in die Küche, machst dir einen Tee und lässt ein Stückchen Zucker hineingleiten. Jetzt bist du bereit für das Beste am Morgen. Einen perfekten, runden Donut. Aber hast du dich je gefragt, warum manche Dinge diese oder jene Form haben? Ha, vermutlich nicht um diese Uhrzeit. Aber sehen wir uns das doch trotzdem mal genauer an. Du gammelst zu Hause auf dem Sofa herum und hast die Idee des Tages. Warum nicht eine Pizza bestellen? Eine halbe Stunde später läutet es an der Tür und du erhältst deine runde Pizza in einer quadratischen Verpackung. Wenn der Pizzateig soweit ist, wird er von Hand in der Luft geformt. Dabei verschwinden alle Klumpen und die typische runde Form entsteht. Es ist auch günstiger, eine runde Pizza zu backen, da sie sich gleichmäßiger erwärmt. Nicht zuletzt ist es einfacher, eine runde Pizza in gleiche Stücke zu teilen, dass sich niemand beschweren kann, übervorteilt worden zu sein. Okay, runde Pizzas ergeben Sinn. Aber warum dann quadratische Schachteln? Es wäre schon möglich, runde Verpackungen herzustellen, aber das dauert länger und ist aufwendiger und kostet dementsprechend mehr. Quadratische Schachteln sind stabiler und leichter zu lagern. Sie schützen deine Pizza, denn die Ecken verhindern, dass sie umherschlittert. Oh, und außerdem ist in den Ecken Platz für scharfe Soßen, Dips, Chiliflocken und Oregano. Entgegen moderner Glühbirnen, die es in allen möglichen Formen und Größen gibt, waren die Glühbirnen früher alle rund. In dieser Form ist das Glas stabiler und weniger bruchanfällig. Eine Kugel eignet sich außerdem am besten, um das Licht gleichmäßig zu verteilen. Nicht zuletzt waren runde Birnen leichter und schneller herzustellen als, sagen wir, würfelförmige. Glühbirnen haben noch heute ihre Tränenform und auch einige LED-Lampen sind so geformt. Doch dabei geht es mehr um die Tradition als um Notwendigkeit. Viele Einfamilienhäuser haben Spitzdächer, weil so Regen, Schnee und herabfallende Blätter die Schräge heruntergleiten könnten. Andernfalls würde sich alles auf dem Dach auftürmen und eines Tages das Haus vielleicht zum Einsturz bringen. Bei Gewerbebauten funktioniert das allerdings nicht. Sie sind zu groß und es wäre zu teuer, unpraktisch und gefährlich, ihnen ein Spitzdach zu verpassen. Den Architekten bleibt daher nichts anderes übrig, als mit flachen Dächern zu kalkulieren. Die perfekt runden Münzen, die wir heutzutage in unseren Taschen herumtragen, hatten früher unregelmäßige Formen. Unehrliche Menschen nutzten das jedoch zu ihrem Vorteil. Sie stahlen wertvolles Metall, aus denen die Münzen bestanden, indem sie Ecken abbrachen. Es war illegal und um diesen Betrug zu vereiteln, erfand man runde Münzen. Von da an bemerkte man sofort, wenn jemand an der Münze herumgefiedelt hatte. Übrigens hat das Orchester herausgefunden, dass an Münzen herumzufiedeln keine so schöne Musik hervorbringt. Es gibt vermutlich keine Person, die das nicht weiß. Um deine Liebe für jemanden auszudrücken, verschickst du ein Herzchen. Wobei dieses Symbol so gar nichts mit dem Original gemeinsam hat. Vielleicht hat die Form etwas mit der Silphium-Pflanze zu tun. Bei den Griechen und Römern symbolisierte diese Pflanze Leidenschaft und ihre herzförmigen Samen wurden zum Symbol der Liebe. Eine andere Theorie hat mit dem griechischen Philosophen Aristoteles zu tun. Er beschrieb das Herz als ein Organ aus drei Kammern mit einer kleinen Delle in der Mitte. Als die Menschen des Mittelalters das Herz nach seiner Beschreibung zeichnen wollten, kam halt das heraus. Früher wurde Zucker in Form von Zuckerhüten verkauft. Diesen harten Kegeln etwas Zucker für den Tee abzubringen, war ein ziemlicher Aufwand. Man brach mit einem Hammer ein Stück ab und schnitt den Zucker dann in ansehnliche Klümpchen. Wem das zu anstrengend war, der nahm einfach den ganzen Hut und tunkte ihn in seine Tasse, bis sich genug Zucker gelöst hatte. Erst Mitte des 19. Jahrhunderts wurde die erste Presse zum Schneiden von Zucker in Würfel erfunden. Und warum ausgerechnet diese Form? Nun, so lässt es sich am einfachsten transportieren und lagern. War das nicht eine süße Geschichte? Wenn du so wie ich und Homer ein Donut-Fan bist, wette ich, dass dir jedes Mal das Herz aufgeht, wenn du ein ringförmiges Stück frittierten Teig siehst. Ich erinnere mich, wie ich mich fragte, warum haben sie bloß ein Loch in der Mitte? Ohne hätte ich noch mehr von dieser leckeren Köstlichkeit. Tja, da lag ich aber falsch. Donuts haben eine Ringform, weil sie andernfalls an den Rändern schon durch wären, während die Mitte noch roh wäre. Loch in die Mitte und schon ist alles zur selben Zeit fertig gebacken.
Die runde Form ist außerdem notwendig, wenn der Donut mit Pudding, Sahne oder Marmelade gefüllt wird. Lecker! Hätte diese perfekt runde Leckerei Ecken, wäre das Risiko hoch, dass an diesen Schwachstellen die Füllung ausläuft. Apropos Schwachstellen. Flugzeugfenster haben abgerundete Ecken, um zu verhindern, dass das Flugzeug in der Luft auseinanderreißt. Hätten sie Ecken, gäbe es Schwachpunkte. Stell dir ein viereckiges Fenster vor. Es hätte 4 potenzielle Problemstellen. Unter Druck würden sie nachgeben und das würde ein regelrechtes Desaster nach sich ziehen. Bei einem abgerundeten Flugzeugfenster wird die Belastung gleichmäßig verteilt. Durch die runde Form ist das Fenster in der Lage, den extremen Druckdifferenzen zwischen Kabine und Außenluft standzuhalten. Das Stoppschild hat seine typische achteckige Form, dass Fahrer es auch von hinten erkennen. Außerdem war das ursprüngliche Schild nicht reflektierend. Aufgrund der achteckigen Form konnten Autofahrer es auch bei Nacht nicht versehentlich mit anderen Verkehrszeichen verwechseln. Planeten sind aufgrund ihrer eigenen Gravitation kugelförmig. Ist ein Objekt nur schwer genug, zieht sein eigenes starkes Gravitationsfeld die Atome in Richtung seines Zentrums. Und da die Schwerkraft gleichmäßig in alle Richtungen wirkt, verwandelt sich das Objekt, in unserem Fall ein Planet, in eine Kugel. Du wirst vielleicht einwenden wollen, dass du Asteroiden gesehen hast, die ganz und gar nicht rund waren. Das stimmt, denn diese Himmelskörper sind nicht groß genug. Ihr Gravitationsfeld ist nicht stark genug, um sie in eine Kugel zu verwandeln. Daher haben die meisten eine unregelmäßige Form. So wie ich. Es schneit. Sieh dir nur diese wunderschönen 6-seitigen Schneeflocken und ihre perfekte Symmetrie an. Wie kommt es dazu? Stell dir vor, du fließt deinen Boden. Hast du dich erstmal für ein Muster entschieden und die erste Fliese platziert, müssen die weiteren entsprechend angeordnet werden. Andernfalls versaust du die Symmetrie und ruinierst dein Werk. Dasselbe gilt für Wassermoleküle. Wenn sie kristallisieren, ordnen sie sich selbst in einem bestimmten Muster an, wodurch die Symmetrie einer Schneeflocke entsteht. Und hast du dich schließlich jemals gefragt, warum es Smartphones nicht auch in anderen Formen, sagen wir mal rund oder dreieckig, gibt? Stell dir vor, eine CD in der Hand zu halten oder in die Tasche zu stecken. Das kommt mir nicht gerade praktisch vor. Außerdem ermöglichen viereckige Geräte die beste Bildschirmauflösung und Bildqualität. Wäre der Bildschirm deines Handys alles außer viereckig, würde man Platz mit seltsam geformten Pixeln verschwenden. Hey, wenn du heute etwas Neues gelernt hast, gib diesem Video ein Like und teile es mit Freunden und Freundinnen. Und hier sind noch ein paar andere coole Videos, die dir gefallen könnten. Klicke einfach links oder rechts und bleib auf der Sonnenseite des Lebens.